hatten noch Probleme. Hätte die Arche den in der Bibel beschriebenen Sturm und der Sintflut widerstehen können? Gibt es überhaupt Belege dafür, dass diese biblischen Ereignisse tatsächlich stattfanden? Abgesehen von der Existenz der Arche glauben einige Menschen, dass es sehr wohl Hinweise auf eine frühere globale Flut gibt. Von all den Naturkatastrophen, die die prähistorischen Menschen trafen, haben wohl Fluten den größten Eindruck hinterlassen. Wirklich, jede Kultur kennt eine Flutgeschichte. Es ist der wahrscheinlich einzige universell gültige Mythos. Dieser Mythos ist vor allem im Nahen Osten anzutreffen. Eine andere Geschichte ist der von Noah verblüffend ähnlich. Das Gilgamesch-Epos ist eine altbabylonische Geschichte. Sie führt zurück in das Jahr 2700 vor Christus in den heutigen Irak. Es handelt von einem Mann, einer Arche, ein paar Vögeln und Tieren, der Familie des Mannes und davon, dass alles andere außer ihnen vernichtet wird. Der Hauptunterschied ist der moralische Aspekt der Bibelgeschichte. Die Menschen werden für ihre Sünden bestraft. Wurden beide Geschichten vom selben Ereignis inspiriert? Es gibt so viele Übereinstimmungen in den beiden Geschichten, dass sie auf jeden Fall irgendwie miteinander verbunden sind. In beiden Geschichten steht eine große Flut im Mittelpunkt. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Alles außer Noah und ein paar Auserwählten. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Aber Noah und seine Familie sind nicht alleine auf der Arche. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Noah, seine Familie und die Tiere warteten in der Arche auf den Beginn des vorhergesagten Sturms. Und sie mussten nicht lange warten. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. Und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. Die Bibel berichtet, dass das Wasser um 15 Ellen, etwa 6,5 Meter, anstieg, bis es alles Land komplett bedeckte. 150 Tage lang schwamm die Arche in den Fluten. Aber was waren diese Fluten? Woher kam das Wasser und wohin floss es ab, als die Flut zurückging? Die Kreationisten haben über die Jahre die unterschiedlichsten Theorien entwickelt, um die Sintflut zu erklären. Eine Theorie bezieht sich auf den 3. Tag der Schöpfung, als Gott den Himmel schuf und das Meer und das Land trennte. Wasser wurde eingeschlossen unter der Erde. Unter Druck bahnte sich das Wasser den Weg und simultane Geysir-Ausbrüche auf der ganzen Erde überschwemmten das Land. Der gemeine Geologe nimmt diese Erklärung nicht sonderlich ernst. Man muss sich nicht vorstellen, was passiert, wenn Wasser aus der Tiefe kommt. Wir wissen, dass es da keins gibt. Und selbst wenn alle Geysire gleichzeitig ausbrechen würden, wären die Auswirkungen gering. Aber es hätte sicher cool ausgesehen, wie im Yellowstone Park. Henry Morris und John Whitcomb hatten eine andere Theorie in den 60er Jahren. Über der Atmosphäre soll eine Wasserdampfschicht existiert haben. Durch einen unbekannten Mechanismus soll diese Schicht kollabiert sein und ihr Wasser über die Erde ergossen haben.
Die Kreationisten glauben, damit die Hälfte des Wassers der Sintflut erklären zu können. Bleibt das Problem, dass solch eine verdichtete Atmosphäre einen riesigen Druck zur Folge gehabt hätte. Sehr ungemütlich. Der Druck wäre so groß wie im tiefsten Graben des Ozeans gewesen. Die Venus ist ein Planet mit einer solchen Atmosphäre. Durch den vorherrschenden Druck überleben selbst Raumsonden nur ein paar Stunden, bevor sie zerquetscht werden. Eine weitere Theorie stammt von dem Archäologen Bruce Massey, der im Los Alamos Lab in New Mexico arbeitet. Er vermutet, etwas aus dem All hätte die Flut verursacht. Die Beweise glaubt er überall auf der Welt gefunden zu haben, auch in seiner eigenen Heimat. Die amerikanischen Ureinwohner haben auch Flutlegenden. Jeder Stamm hat seine eigene, separate Flutgeschichte. Die Geschichten wurden nur mündlich überliefert, aber Darstellungen in ihrer Kunst zeugen davon. Felszeichnungen erzählen die Geschichte. Es ist nicht nur bedeutungslose Kritzelei. Dr. Massey interessiert sich für eine bestimmte Abbildung, die in ganz Süd- und Nordamerika gefunden wurde. Viele der indianischen Völker beziehen sich auf die Flut mit Abbildungen von Wasserschlangen und Schlangen mit gefiedertem Kopfschmuck. Für Dr. Massey gibt es ein gemeinsames Thema in diesen Zeichnungen. Eine langgestreckte Figur, oft mit einem Horn auf dem Kopf, die irgendwie in Verbindung mit der Flut steht. Er glaubt, die gehörnten Schlangen seien Abbildungen von etwas, das die Felsmaler am Himmel sahen. Etwas Ungewöhnliches, das sie mit der Katastrophe in Verbindung brachten. Einen Kometen. Der Schweif eines Kometen sieht aus wie ein Kopfschmuck oder ein Horn. Basierend auf ihrer Mythologie wurde mir klar, dass wir als Auslöser der Flut den Einschlag eines Kometen im Ozean annehmen müssen. Eine mögliche Einschlagstelle fand Dr. Massey 1500 Kilometer südöstlich von Madagaskar. Das Szenario ist nicht weit hergeholt. Ein Komet mit ungefähr 3 Kilometern Durchmesser fliegt direkt auf die Erde zu. Er rast mit über 160.000 Kilometern pro Stunde durch die Atmosphäre und schlägt ins Wasser. Dann bricht die Hölle los. Eine Menge Wasser würde in die Atmosphäre geschleudert werden, etwa 10-mal so viel wie die Masse des Kometen betrug. Dieser Aufschlag würde die Energie von 10 Millionen Megatonnen TNT freisetzen. 500-mal so viel wie die Energie der Nagasaki-Bombe. Es würden riesige Mengen Wasserdampf in die Atmosphäre geblasen, die 6 oder 7 Tage katastrophale Regenfälle zur Folge gehabt hätten. Ein riesiger Tsunami im Indischen Ozean würde die 2500 Kilometer entfernten Küsten mit ca. 200 Meter hohen Wellen treffen. Und schwere Stürme würden überall auf der Erde auftreten. Der Regen in Verbindung mit den Stürmen würde katastrophale Wirbelstürme auslösen. Eine unglaubliche Sintflut hätte die Erde überzogen. Interessanterweise fand das ungefähr zur selben Zeit statt wie die letzten einschneidenden Klimaveränderungen. Durch Auswertung astrologischer Tabellen und einem Vergleich mit an der Erde vorbeiziehenden Kometen konnte Dr. Massey einen Zeitpunkt des Einschlags errechnen. Nach meinen Daten hat am 10. Mai 2807 vor Christus ein Komet die Erde getroffen. Für mich steht außer Frage, dass darin alle Flutlegenden, auch die von Noah, ihren Ursprung haben. Dr. Masses Theorie ist radikal und er weiß, dass Astronomen sie anzweifeln. Aber ausschließen können sie sie auch nicht. Überall auf der Welt gibt es die Krater von Einschlägen. Das ist eigentlich die plausibelste aller Erklärungen, dass ein Kometeneinschlag die Sintflut ausgelöst hat. Wir wissen ja, dass so etwas passiert. Überall gibt es die großen Krater, die durch Meteoriten und Kometeneinschläge entstanden sind. Die Erde wurde seit ihrer Entstehung immer wieder schwer von Meteoriten und Kometen getroffen.
Ein Einschlag ist wahrscheinlich für das Aussterben der Dinosaurier überall auf der Welt gefunden zu haben. Auch in seiner eigenen Heimat. Die amerikanischen Ureinwohner haben auch Flutlegenden. Jeder Stamm hat seine eigene, separate Flutgeschichte. Die Geschichten wurden nur mündlich überliefert, aber Darstellungen in ihrer Kunst zeugen davon. Felszeichnungen erzählen die Geschichte. Es ist nicht nur bedeutungslose Kritzelei. Dr. Massey interessiert sich für eine bestimmte Abbildung, die in ganz Süd- und Nordamerika gefunden wurde. Viele der indianischen Völker beziehen sich auf die Flut mit Abbildungen von Wasserschlangen und Schlangen mit gefiedertem Kopfschmuck. Für Dr. Massey gibt es ein gemeinsames Thema in diesen Zeichnungen. Eine langgestreckte Figur, oft mit einem Horn auf dem Kopf, die irgendwie in Verbindung mit der Flut steht. Er glaubt, die gehörnten Schlangen seien Abbildungen von etwas, das die Felsmaler am Himmel sahen. Etwas Ungewöhnliches, das sie mit der Katastrophe in Verbindung brachten. Einen Kometen. Der Schweif eines Kometen sieht aus wie ein Kopfschmuck oder ein Horn. Basierend auf ihrer Mythologie wurde mir klar, dass wir als Auslöser der Flut den Einschlag eines Kometen im Ozean annehmen müssen. Eine mögliche Einschlagstelle fand Dr. Massey 1500 Kilometer südöstlich von Madagaskar. Das Szenario ist nicht weit hergeholt. Ein Komet mit ungefähr 3 Kilometern Durchmesser fliegt direkt auf die Erde zu. Er rast mit über 160.000 Kilometern pro Stunde durch die Atmosphäre und schlägt ins Wasser. Dann bricht die Hölle los. Eine Menge Wasser würde in die Atmosphäre geschleudert werden, etwa 10-mal so viel wie die Masse des Kometen betrug. Dieser Aufschlag würde die Energie von 10 Millionen Megatonnen TNT freisetzen. 500-mal so viel wie die Energie der Nagasaki-Bombe. Es würden riesige Mengen Wasserdampf in die Atmosphäre geblasen, die 6 oder 7 Tage katastrophale Regenfälle zur Folge gehabt hätten. Ein riesiger Tsunami im Indischen Ozean würde die 2500 Kilometer entfernten Küsten mit ca. 200 Meter hohen Wellen treffen. Und schwere Stürme würden überall auf der Erde auftreten. Der Regen in Verbindung mit den Stürmen würde katastrophale Wirbelstürme auslösen. Eine unglaubliche Sintflut hätte die Erde überzogen. Interessanterweise fand das ungefähr zur selben Zeit statt wie die letzten einschneidenden Klimaveränderungen. Land. Der gemeine Geologe nimmt diese Erklärung nicht sonderlich ernst. Man muss sich nicht vorstellen, was passiert, wenn Wasser aus der Tiefe kommt. Wir wissen, dass es da keins gibt. Und selbst wenn alle Geysire gleichzeitig ausbrechen würden, wären die Auswirkungen gering. Aber es hätte sicher cool ausgesehen, wie im Yellowstone Park. Henry Morris und John Whitcomb hatten eine andere Theorie in den 60er Jahren. Über der Atmosphäre soll eine Wasserdampfschicht existiert haben. Durch einen unbekannten Mechanismus soll diese Schicht kollabiert sein und ihr Wasser über die Erde ergossen haben. Die Kreationisten glauben, damit die Hälfte des Wassers der Sintflut erklären zu können. Bleibt das Problem, dass solch eine verdichtete Atmosphäre einen riesigen Druck zur Folge gehabt hätte? Sehr ungemütlich. Der Druck wäre so groß wie im tiefsten Graben des Ozeans gewesen. Die Venus ist ein Planet mit einer solchen Atmosphäre. Durch den vorherrschenden Druck überleben selbst Raumsonden nur ein paar Stunden, bevor sie zerquetscht werden. Eine weitere Theorie stammt von dem Archäologen Bruce Massey, der im Los Alamos Lab in New Mexico arbeitet. Er vermutet, etwas aus dem All hätte die Flut verursacht. Die Beweise glaubt er überall auf der Welt gefunden zu haben. Auch in seiner eigenen Heimat. Die amerikanischen Ureinwohner haben auch Flutlegenden. Jeder Stamm hat seine eigene, separate Flutgeschichte. Die Geschichten wurden nur mündlich überliefert,
Aber Darstellungen in ihrer Kunst zeugen davon. Felszeichnungen erzählen die Geschichte. Es ist nicht nur bedeutungslose Kritzelei. Dr. Massey interessiert sich für eine bestimmte Abbildung, die in ganz Süd- und Nordamerika gefunden wurde. Viele der indianischen Völker beziehen sich auf die Flut mit Abbildungen von Wasserschlangen und Schlangen mit gefiedertem Kopfschmuck. Für Dr. Massey gibt es ein gemeinsames Thema in diesen Zeichnungen. Eine langgestreckte Figur, oft mit einem Horn auf dem Kopf, die irgendwie in Verbindung mit der Flut steht. Er glaubt, die gehörnten Schlangen seien Abbildungen von etwas, das die Felsmaler am Himmel sahen. Etwas Ungewöhnliches, das sie mit der Katastrophe in Verbindung brachten. Einen Kometen. Der Schweif eines Kometen sieht aus wie ein Kopfschmuck oder ein Horn. Basierend auf ihrer Mythologie wurde mir klar, dass wir als Auslöser der Flut... Das Gilgamesch-Epos ist eine altbabylonische Geschichte. Sie führt zurück in das Jahr 2700 vor Christus in den heutigen Irak. Es handelt von einem Mann, einer Arche, ein paar Vögeln und Tieren, der Familie des Mannes und davon, dass alles andere außer ihnen vernichtet wird. Der Hauptunterschied ist der moralische Aspekt der Bibelgeschichte. Die Menschen werden für ihre Sünden bestraft. Wurden beide Geschichten vom selben Ereignis inspiriert? Es gibt so viele Übereinstimmungen in den beiden Geschichten, dass sie auf jeden Fall irgendwie miteinander verbunden sind. In beiden Geschichten steht eine große Flut im Mittelpunkt. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Alles außer Noah und ein paar Auserwählten. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Aber Noah und seine Familie sind nicht alleine auf der Arche. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Noah, seine Familie und die Tiere warteten in der Arche auf den Beginn des vorhergesagten Sturms. Und sie mussten nicht lange warten. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. Und ein Regen kam auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. Die Bibel berichtet, dass das Wasser um 15 Ellen, etwa 6,5 Meter, anstieg, bis es alles Land komplett bedeckte. 150 Tage lang schwamm die Arche in den Fluten. Aber was waren diese Fluten? Woher kam das Wasser und wohin floss es ab, als die Flut zurückging? Die Kreationisten haben über die Jahre die unterschiedlichsten Theorien entwickelt, um die Sintflut zu erklären. Eine Theorie bezieht